Herzlich willkommen bei The Spine Specialist. Ich darf heute einen Patienten vorstellen und darüber freue ich mich sehr. Und bevor wir anfangen, möchte ich mich natürlich bei den Patienten auch diesbezüglich bedanken. Hat sich heute dafür zur Verfügung gestellt. Wir werden das Krankheitsbild gleich beschreiben. Wir werden gleich erzählen, welche Symptome der Patient hier gespürt hat und welche Therapiemaßnahmen wir eingeleitet haben. Bevor wir anfangen, möchte ich den Fall kurz skizzieren. Der Patient ist 53 geboren. Hat sich bezüglich einer Spinalkanalstenose zuerst auswärts operieren lassen und im Anschluss bei wiederkehrenden Beschwerden bei uns vorgestellt. Wir haben nach durchgeführter MRT-Bildgebung festgestellt, dass noch eine Restenge am Wirbelkanal zu sehen war, sodass wir den operativen Eingriff vorgenommen haben. Was den Beinschmerz anging, war es zunächst sehr gut. Im weiteren Verlauf hat der Patient dann einen sehr tief sitzenden glutealen Schmerz bemerkt oder banal ausgedrückt tief sitzend in der Pobacke, sodass wir dann gesagt haben, wir versuchen das mit krankengymnastischer Beübung und konservativen Therapiemaßnahmen in den Griff zu bekommen. Das haben wir in den ersten Tagen probiert. Der Patient selber hat aber davon nicht ausreichend profitiert. Und zusammen mit den Physiotherapeuten haben wir dann bei persistierender piriformis Schmerzsymptomatik dann die Entscheidung gefällt, dass wir gesagt haben, wir müssen da etwas invasiver an die Sache rangehen und haben dann eine Infiltrationstherapie favorisiert. Die haben wir dann insgesamt zweimal durchgeführt und mit jedem Mal wurden diese Beschwerden besser. Zu den Beschwerden darf der Patient sich jetzt selbst äußern und Herr Demmler, vielleicht beschreiben Sie ganz kurz, was haben Sie nach der OP gespürt, welche Symptome haben Sie da gequält und wie hat sich das nach den ersten ein, zwei Spritzen dann geäußert? Ja, also nach der OP waren das schon regelrecht brutale Schmerzen, die aus dem Gesäß ausgestrahlt haben über das Knie bis in den Fuß. Also das war schon unerträglich. In dem Protokoll habe ich also auch ständig Schmerzen um 8, 9 oder 10 aufgeführt. Und nach der ersten Filtration kam da schon eine deutliche Linderung. Und ich würde mal sagen, um annähernd 50%. Und nach der zweiten, dann waren wir schon so bei 80-90%. Und jetzt nach der dritten gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir bei Null sind. Und da bin ich also überglücklich. Weil kann mir sagen, also jeder, der damit schon mal konfrontiert wurde oder belastet war, der kann nachvollziehen, wie schmerzhaft das ist. Und da bin ich also dem Herrn Dr. Ego sehr dankbar, dass wir den Weg gegangen sind und dass das auch funktioniert hat. Vielen Dank. Für die Symptome nochmal oder bezüglich der Symptome nochmal Folgendes zu erwähnen. Tiefsitzender glutealer Schmerz, also regelrecht in der Pobacke sitzend, der letztendlich sich auch in der klinischen Untersuchung so äußert, dass man bei der Palpation, also bei dem Tasten des Muskels, dann letztendlich schon feststellt, dass da regelrecht eine bockelharte Stelle zu finden ist. Physikalische Maßnahmen, Lockerungsübungen, auch mit einem Bällchen zum Lockern dieses Muskels, haben leider keinen ausreichenden Effekt gehabt, sodass wir dann gesagt haben, wir spritzen das. Bei der Infiltration passiert Folgendes. Man wählt den Ansatz und des Ursprungs dieses Muskels. Das werden wir euch virtuell im Video nochmal darstellen. Und wenn wir an diesen Stellen lokal infiltrieren, führt das dazu, dass dieser angespannte Muskel nach und nach etwas lockerer wird. Und das führt natürlich auch zwangsläufig dazu, dass die Beschwerden des Patienten besser werden. Begleitend zu diesem Muskel befindet sich auch ein Nerv, der in dem Fall Hauptakteur ist. Denn über diesen harten Muskel wird dann die Schmerzüberleitung auch auf den Nerv, findet die Schmerzüberleitung auf den Nerv statt und auch andersrum, was dazu führt, dass so ein kleiner Schmerzkreislauf entsteht und deshalb dieser tiefsitzende Schmerz eigentlich sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen ist. So, die ersten beiden Infiltrationen haben wir gemacht. Wir gehen jetzt rüber in den Eingriffsraum, machen dort die dritte Infiltration und melden uns anschließend erneut. Dann müssen wir machen beim Bild ein bisschen Fußplatz fahren. Ja, und stopp. So. Sehr gut. Können wir noch ein bisschen so rüberfahren, dann sehe ich es besser. Kleines bisschen von hier raus, ganz bisschen. Stopp, das reicht schon. Okay. Perfekt, so lassen wir es. Gut. Dann, ich sprühe erst ein bisschen ein und danach machen wir es nochmal sauber mit dem Tupfern. Wird ein bisschen nass und kalt, gell? Ja. Okay. Wahrscheinlich verlangt.
Du kannst auch das nehmen, was wir auf dem. Dann legen wir gleich los. Sie kennen das Spiel. Leg los, ja? Also im Moment werden wir Folgendes tun. Wir haben hier so eine Punktionskanüle und suchen uns jetzt röntgengesteuert den entsprechenden Ort auf. Wir blenden euch gleich nochmal virtuell ein, wo sich dieser Muskel befindet und der entsprechende Nerv entlangläuft, sodass man das dann nachvollziehen kann. Gibt mal einen kleinen Peek. So, das ist ein perfektes Bild. Du kannst das Bild gerne zeigen, Rico. Mhm. Ich gebe jetzt ein bisschen den ersten Medikamentenstoß, sage ich jetzt mal. Ja. Hast du das Röntgenbild drauf? Ja. Was genau machst du jetzt? Ich fächer jetzt entlang dieses Muskels auf beiden Seiten. Das heißt einmal mittig, einmal links, einmal rechts. Und das wird dann alle Anteile erwischen. Gleich vorbei. Ist das der Schmerzort? Ja. Okay. Das ist auch mal eine sehr wichtige Information. Der Patient gibt ein Feedback über den Ort, den man da infiltriert. Und jetzt haben wir so ein Medikamentengemisch hingebracht. Das war die ganze Geschichte. So. Damit es fächerförmig den Muskel infiltriert, an drei Punkten, sodass man über die gesamte Breite, Nadel kommt jetzt raus, über die gesamte Breite den Muskel erwischt hat. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen wirken und dann erklärt der Patient gleich, wie sich das anfühlt. So, wir sind fertig, Herr Donner. Ja? Wir sind jetzt zurück, waren gerade im Eingriffsraum, haben dort die dritte Infiltration heute vorgenommen. Herr Donner sitzt mir jetzt gegenüber, lässt die Wirkung noch ein bisschen auf sich beruhen. Und in dem Zusammenhang stellen wir dem Patienten jetzt gerade noch ein paar Fragen. Herr Donner, wenn Sie so lieb sind, mal kurz zu beschreiben, was vor der Infiltration nicht gut funktioniert hat, was jetzt nach der zweiten, dritten schon besser funktioniert. Und vielleicht im Vergleich dazu, Sie hatten ja diese Spinalkanalstenose, die dann operativ bereinigt wurde, vielleicht nochmal so der Unterschied vom Schmerzbild her. Was haben Sie unmittelbar nach der OP an Verbesserung verspürt? Und was war der eigentliche Restschmerz, der Sie dann noch gequält hat? Also nach der OP habe ich eine deutliche Besserung gespürt. Nur so 2-3 Tage später war es dann so,
dass der piriformis Nerv oder das Syndrom mich da richtig gequält hat. Und da sind richtig brutale Schmerzen entstanden. Und wir haben das ja eingangs schon erläutert. Auch die Therapien haben nicht geholfen, sodass wir dann zur Filtration übergegangen sind. Und nach der ersten Behandlung war es deutlich besser. Nach der zweiten richtig, was ich vorher gar nicht konnte. Das Laufen fiel mir verdammt schwer, auch das Sitzen, weil es waren immer Schmerzen da. So. Und jetzt heute nach der dritten, also ich glaube, momentan fühlt sich das so, ist ja natürlich noch alles ein bisschen betäubt, aber ich bin da guter Dinge und ich glaube, ja, dass wir es jetzt eigentlich in den Griff bekommen haben. Also bin ich fest davon überzeugt. Müsste mich täuschen, wenn der nicht so wäre, weil nach der ersten, nach der zweiten und jetzt nach der dritten, also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar und auch guter Dinge. Ja, also es war ein sehr hartnäckiger Befund, deswegen auch die Anzahl der Wiederholungen. In der Regel reicht eine oder zwei Infiltrationen aus. Bei ihm haben wir uns jetzt mal für drei entschieden, weil das immer so vom Benefit und vom Effekt her so peu à peu ein Tick besser wurde. Wir haben natürlich entsprechende Tage dazwischen immer ausgesetzt. Wenn man bedenkt, dass die Operation so Ende September war und über diesen Zeitraum jetzt postoperativ das Ganze durch die Infiltration so peu à peu besser geworden ist, dann sehe ich das auch so, dass wir jetzt eine gute Phase erreicht haben und das jetzt mit begleitenden physikalischen Maßnahmen sozusagen den Rest in den Griff bekommen. Von daher sehr, sehr gut. Die Bewegungsabfolge klappt schon sehr, sehr, sehr gut und da bin ich sehr dankbar. Darf ich fragen, Herr Demmler, was nehmen Sie aktuell jetzt noch an Schmerzmitteln ein? Ich nehme nur noch diesen Novalgin, sonst nichts mehr. Gut, ne? Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied, denn um die Operation herum haben wir natürlich die Schmerzmittel auch im Hinblick auf dieses Piriformis-Syndrom schon nochmal anpassen müssen. Und zwar sind dann letztendlich auch in die Opioide gegangen und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr notwendig. Und wenn Novalgin bei Bedarf ausreicht, um die Schmerzen zu kopieren, dann bin ich damit sehr, sehr glücklich und Herr Demmler, glaube ich, auch. Ja. Und von dem her kann ich nur sagen, ist ein sehr schönes Ergebnis und ich bin froh, dass es Herrn Demmler besser geht. Und in dem Zusammenhang, danke fürs Zuschauen. Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Bei Fragen zu diesem Schmerzsyndrom oder ähnlichen Schmerzsyndromen stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Schreibt in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, ruft an oder meldet euch anderweitig. Wir versuchen das alles zeitnah und schnellstmöglich zu beantworten.